Willkommen zurück bei Dragon Quest Builders. Ihr seht, ich bin hier immer noch wahrhaftig am Wasserschaufeln. Und bin jetzt gerade fertig. So, wir machen uns jetzt wieder unser gereinigtes Wasser. Da hinten muss ich dann auch nochmal zumachen. Ernsthaft? Oh. Chimärenflügel? Oh. Okay, war ein bisschen zu viel für ihn. Aber jetzt können wir endlich auf die Goldsuche gehen und alles, was wir brauchen. Und Steine und Monsterschein an der Siedlung. Wo? Oh. Ach da. Und weg mit dir. Und weg mit euch. Jawohl. So, ich brauche Essen. Aber ja, es ist nicht gerade viel. Es ist wirklich nicht gerade viel. Da brauche ich echt noch andere Sachen. Ich brauche noch einen neuen Hammer. Können wir auch noch ergänzen hinzu. Ich brauche einen neuen Hammer. Nein, ihr geht jetzt noch nicht ins Bett. Das mache ich jetzt erst. Ah. Oh. Das wollte ich. So, die Bäume lassen wir jetzt erstmal. Das ist ein guter Schutz irgendwie. Ausrüstung. So, also wir suchen jetzt Gold. Und hinten ist das Wasser. Wo könnte ich denn Gold finden? Gold ist jetzt echt so eine richtig harte, schwere Sache. So. Steine muss ich eh mitnehmen. So. Geh mal schön hoch. Gold finden wird jetzt echt wieder eine Herausforderung fürs Leben. Aber Moment, wenn ich jetzt hier gerade schon sehe. Hier ist Kupfer. Ach, Kupfer sei schon. Kohle. Dann gehen wir doch hier mal diesen Weg weiter und spinnen mal in die Richtung. Könnte es da oben das sein, was ich suche? Nein, nein, nein. Weg. Das da oben könnte das sein, was ich suche. So. Zack. Wir werden es ja gleich sehen. Der guckt so schelmisch. Von dem her bin ich da jetzt mal ganz optimistisch. Das Land selber kann er also nicht entweihen. So. Ach nee, komm. Ich habe gar keine dieser Blöcke mit, ne? Den da. So. Zack. So, gucken wir mal, ob das jetzt hier Gold ist.
Das ist jetzt meine letzte Hoffnung. Ist ernsthaft. Mein Grützpapa hat mir was erzählt. Er hat geschlackt, dass die Welt früher von warmem sonnengelbem Licht erfüllt war. Aber das bedeutet sonnengelb manch. Wir wissen, wie die Sonne aussieht. Also soll ich mir jetzt eine gelbe Blume besorgen. Schön, dass du da anfängst zu laggen. So. Und alles hier weg. Nee, hier ist nichts weiter. Ja, schön freudig. Aber immer noch kein Gold. Das heißt, ich muss jetzt runter in die Höhle. Das mache ich auch. Ich muss jetzt runter in diese blöde Höhle. Ach, komm. Nerv mich nicht. So, gucken wir mal in der Höhle hier drin. Ob wir jetzt hier was finden. Tatsache, hier finden wir es. Ist das geil. Leute, wir haben es gefunden. So. Oh, da ist sogar noch Eisen. Ne, Silber. Silber sogar, das könnte ich ja auch gleich mal abbauen. Oh. Okay, gut, gut, gut. Hä? Wo ist sie hin? Oh, danke. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Das sammeln wir alles ein, weil hier auch ein roter Teppich ist. Na. Eine Wandleuchte. Wenn ich die Sachen dann noch bauen kann, wäre super. So, wie gesagt, ich sammle das ganze Gold jetzt hier erstmal ein. So. Oh, hier unten ist ja noch mehr. So, hier weiter runter kann ich nicht. Aber hier gibt es noch so viel zu holen. Ah, hier da ist auch noch was. So, kann ich jetzt hier hoch oder nicht? Oder... wie auch immer. Ne, hier komme ich so jetzt nicht hoch. Aber so komme ich hoch. Dann ist hier noch der andere Weg. Nichts geschieht. Boah, Leute. Und weg damit. Und weg damit. Das will ich alles haben. So, alles hier. Weg, 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 weg. Okay, mehr geht jetzt nicht, weil meine, weil mein Hammer gleich kaputt ist. Deswegen sollte ich da ein bisschen aufpassen. Ich habe auch noch keine Pilze wiedergeholt, also mit dem Essen wird es auch langsam eng. Aber gut, wir haben jetzt das erste, um endlich hier ein bisschen weiterzukommen. Halt, habe ich denn schon ein Stahlschild? Nein. Habe ich schon. Okay, das heißt, ich bräuchte nur wieder einen Hammer.
Mucker Schild, Thron. Wann für einen Thron noch, ey? Eisenbarren. Okay, davon habe ich jetzt nicht genug. Stahltor, das habe ich. So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Schmelzofen, Truhe. Bravado, großes Bra. Ich glaube, das war es, was ich brauchte. Ich hoffe, dass es das war. Nein. Das rüber und das Bravado-Banner nehmen wir für uns. Ah, nein. Nein. Genügend Platz. Ah. Das meint er mit Platz. Nein. Komm. Nein. Ja. Und? Aber das meinte er doch. Hä? Habe ich jetzt irgendwas Falsches gemacht? Ach, ein... Verdammt, das waren die Falschen. Ach, komm schon. So. Okay. Nein. Nein. So. Ach nee, ich muss hier rüber zum Bauen. Ha. Hä? Bravado, Banner. So. Und eine Schatzkammer, eine Premiere. Danke. So. Meiner Treu. Die Schatzkammer von Schloss Santigl wurde wiederhergestellt. Wahrlich, ihr seid der legendäre Zimmermann. Nee, Erbauer. Was? Ein Zimmermann seid ihr nichts, sondern ein Erbauer? Achso, ich bitte um Vergebung. Warte, werter Herr. Wahrhaftig, ihr seid der Bauer und darüber hinaus ein legendärer Zimmermann. Der Wiederaufbau des Schlosses geht schnell voran. Aber wie lange wird es dauern, bevor wir Streiter von Alefgard uns dem Drachenfürsten zum Kampf stellen müssen? Die Legenden erzählen, wie Nachfahr um Nachfahr des legendären Helden im Alefgard erschienen. Einer nach dem anderen forderte den Drachenfürsten zum entscheidenden Zweikampf. Und einer nach dem anderen wurde getötet. Alle, bis auf den letzten, der das Angebot des Drachenfürsten annahm, an seiner Seite zu herrschen. Es ist die Schuld dieses Helden, dass wir uns nun in dieser Welt der Finsternis befinden. Aber wir sollten nicht über unser Schicksal nachgrübeln. Wenn die Legenden sich bewahrheiten, wird ein weiterer Nachkomme des sagenhaften Helden eines Tages kommen. Einer, der den Drachenfürsten ein für allemal in die Knie zwingen wird. Ich hoffe nur, dass dieser Held nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Hm, warum liegt die Stirn im Falten, Truppel? Stimmt mit mir irgendwas nicht? Ah, 10 Steine. Gut, das ist natürlich dann mal hilfreich. Trotzdem habe ich jetzt nichts zum Schlafen. So, hier. Ah, guck mal. Da brauchen wir 2. Das ist ja dann doch ganz praktisch, dass ich die gebaut habe. So. Halt. Wo muss denn das jetzt hin? Da. Und. Nicht genug Platten. So. Nicht genug Platz. Jetzt aber. So. So, jetzt wieder gucken. Muss ich da oben hinbauen? Oh, jetzt ernsthaft. Oh. Geh mir doch nicht auf den Geist, du Geist. Geistreicher Genuss in Nuss, oder was? Du bist da jetzt nicht rüber, um den anzugreifen, oder? So. Und weg mit dir. Noch irgendwo einer? Nein, gut, danke. Ich habe aber auch noch was bekommen.
kommen. Wo ist das? Da. Level up. So. Dann Erde, genau. Erde habe ich jetzt genügend. Dass ich das erstmal ganz kurz hier ausbauen kann. Ach, Mann. Jetzt ernsthaft, schon wieder. So. Wenn er mir gleich umkippt, dann gibt's Ärger, Leute. Will ich euch jetzt schon mal sagen, ne? So. Zack. Bleibt doch mal fern. So, genau. Jetzt hauen sie ab. Können wir uns hier wieder langsam entspannen. Oh, jetzt ernsthaft. Alter, der haut ihn ja fast One-Hit um. So. Ah. Und. Was ist denn jetzt? Ach, schon wieder einer. Wieso hat sieben jetzt auf einmal Angst? Wovor? Ach, du bist mir auch eine komische. Egal. Ein paar Eisenbahnen sollte ich mal machen. Dann kann ich nämlich den Thron herstellen. Was fehlt noch für einen Thron? Schillerseite. Oh nein, ich muss diese blöden Magier wieder suchen. Oh. Das ist doch hier... ein Hammer. So, Burgmauern. Burgverkleidung. Zack, 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 zack. Nein, Burgfundament. 10 Stück brauche ich ja mindestens noch. So. Drei. Was? Ja, Tro, genau. So macht man das. Genau so. Das wäre die richtige Entscheidung gewesen, ja. Baut einen leeren Raum. Schön. Stufenaufstieg. So, dann können wir jetzt hier noch das... ach, da haben wir noch die Erde, die ich noch nicht fertig habe. So. Der Raum wird kleiner. Joa, meine Güte, wird er minimal kleiner. Dafür wird er schöner. Oh, da ist sogar noch jemand dazugekommen. So. Ein Verteidiger. Werter Truppler, es ist mir ein Vergnügen, eure Bekanntschaft zu machen. Ritter Tristian von Tantigel, zu euren Diensten. Ihr seid genau, wie Francelot euch beschrieben hat. Ich dachte, dass er zu scherzen blieb, als er von eurem Gesicht sprach, doch ich tat ihm wohl Unrecht. Dies ist also das Antlitz des Erbauers, wahrhaftig. Euer leerer Blick gebührt jemanden, der einer anderen Welt gehört, als alle anderen um ihn herum. Doch der Gedanke, dass die Monster euch zu fürchten hätten, ist der Gipfel des Absurdität. Was sagt ihr? Ihr hättet bereits eine große Anzahl an formidablen Feinden das Fürchten gelehrt? Haha, wie drollig. Der Bauer versteht sich also auch auf dem erbaulichen Scherze. Aber genug der Albernheiten. Verzeiht, dass ich mich erst jetzt vorstelle. Ich wurde etwas verspätet aus meinem steinernen Gefängnis befreit und bin in euer Anwesen, in eurer Abwesenheit nach Tantigel zurückgekehrt. Und aufs Drängen der Prinzessin brach ich anschließend auf, um eine Besorgung von äußerster Dringlichkeit zu erledigen. Zwar hat diese unsere Begegnung leider hinausgezögert, doch meine Mission war ein voller Erfolg und ich bin bereit, darüber Bericht zu erstatten. Nun, zumindest beinahe. Ich bin von meinen Reisen so erschöpft, dass ich fürchte, gleich in Ohnmacht zu fallen. Bitte gönnt mir eine kurze Rast, bevor ich euch erzähle, was ich herausgefunden habe. Ja, weil ich wahrscheinlich jetzt die ganzen anderen Aufgaben machen muss. Zack, zack. So, Holz sollte ich da erstmal jetzt genügend haben. So, so.
Oh. Nein. Ach, der Hammer hat so lange echt noch gehalten. Okay, gut, ich habe mich da ein bisschen verschätzt. Naja. Passiert ja mal. Was, da hinten? Die Ecke habe ich nicht erwischt. Egal. So, wartet mal. Gut, hier kann ich jetzt zwei Stück hinbauen. Kann ich einen hinbauen. Und so einen. Und so einen. Es ist ein bisschen dünner geworden. Was hatte ich denn vor? Ach ja, ich musste jetzt... Warte mal. So. Ich brauche jetzt noch Burgmauern. Echt ernsthaft. So. Jetzt brauche ich nur noch den Thron und die großen Säulen. Die großen Säulen, glaube ich, kriege ich jetzt ohne Probleme hin. Das sollte jetzt nicht das Problem sein, hoffe ich. Wofür man mir sagt, wo ich jetzt die großen Säulen herbekomme. Schauen wir mal hier. Ach, da. Okay. Die habe ich dann auch. Wunderbar, das hat sich dann auch erledigt. So. Zack und zack. Es fehlt mir nur noch zweimal der Thron. Und die Leute haben hier eine neue Verteidigung. So. Also dann mal auf. Wieder in das andere Reich da hinten. Ein bisschen hier noch reinigen. Reinigen des Landes ist immer wichtig. So. Und hier wieder. Und ich suche Pilze und Steine und ach, alles. Ich brauche alles. Frage ist nur, wo es ist. Aber wisst ihr was? Bevor wir das jetzt erstmal hinauszögern, habe ich noch andere Sachen zu erledigen. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und ja, bleibt gespannt, wie es weitergeht. Ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein und immer die Ohren steif halten. Tschüss.